Im Folgeprozess ist die Angeklagte zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Gegen ihren Mitangeklagten damaligen Lebensgefährten wurden am Freitag 9 Jahre Haft verhängt. Verurteilt wurde der 54-Jährige nach 18 Monaten Verhandlung wegen Beihilfe zum Totschlag. Die Anwälte der beiden Angeklagten hatten Freisprüche gefordert. Der Staatsanwalt hatte auf lebenslange Haft plädiert. Ja, der Prozess ist nach 18 Monaten heute zu Ende gegangen. Wie ist denn Ihre Bewertung des Urteils? Das Gericht hat die Angeklagten wegen Tötungsdelikten verurteilt, die Angeklagte wegen eines vollendeten Mordes und den Angeklagten wegen Beihilfe zum Mord. Wir hatten beantragt, beide wegen mittäterschaftlichen Mordes zu verurteilen. Dem ist das Gericht nicht gefolgt. Jedoch hinsichtlich der Angeklagten ist das Gericht unserer Argumentation gefolgt. Und auch bezüglich des Angeklagten ist das Gericht insoweit gefolgt, als dass auch das Gericht ein Tötungsdelikt hier angenommen hat. Freisprüche sind nicht erfolgt. Und hinsichtlich der Bewertung, der rechtlichen Bewertung der Strafbarkeit des Angeklagten werden wir in aller Ruhe prüfen, ob das Urteil für uns so in Ordnung ist und dementsprechend prüfen, ob wir Rechtsmittel einlegen werden oder nicht. Mein Vater war mein Vorbild, unser aller Vorbild, hat uns als Familie zusammengehalten, war das Oberhaupt der Familie. War ein sehr guter Vater, ein guter Ratgeber, ja, unterstützt in allen und jeglichen Hinsichten, Facetten und Rubriken, die unser Leben betroffen haben. Und ein wichtiger Mensch ist von uns gegangen, definitiv. Genommen worden. Genommen worden.